So, wir verlassen jetzt Bekja und segeln nach St. Vincent in die Walilaboo Bay, wo auch Fluch der Karibik gedreht wurde. Und machen es uns da gemütlich, ne? Ja? Wir starten mal. Wir kapern ein anderes Schiff, oder was? Wir kapern ein anderes Schiff. Genau. Black Pearl. Wir kapern die Black Pearl. Wir haben Spaß. Seit ewig mal wieder hart am Wind jetzt. Ne? Sehr schöner Kurs. Schön endlich mal wieder Schräglage, kein Rollen. Mal nicht ätzend. Mal nicht ätzend, genau. Sondern schön. Perfekt. Geiles Segelwetter. Super! Das machst du super, Netti. Super, Netti. Ja, das ist ja herrlich. In Deutschland würde ich jetzt von der nächsten Segelsaison träumen, ja, und wahrscheinlich des Öfteren schlechte Laune kriegen, weil es viel zu kalt ist und ich segeln möchte. Und hier können wir das ganze Jahr über segeln genießen. Das ist doch echt der Hammer. Das ist doch Luxus, oder? Ja. Sehr schön. So, das ist die Walilaboo Bay. Hey, Pirate of the Caribbean, hello! Come on, Chris! Wuhu! Noch ein Pirat hier. Arr. Das haben wir schon geil gemacht von der Maske her. Du siehst, wie die Muscheln so aus der Haut rauswachsen da, ja? Ja. Stiefelriemenbild ist das. Ja. So, wir sind hier am alten Filmset von Fluch der Karibik 1. 1, 2 und 3. Bis 3. Okay. Dann 1, 2 und 3. Hier haben wir den alten Pier, wo Jack Sparrow im allerersten Teil von Fluch der Karibik ganz am Anfang mit seinem sinkenden Boot auf den Pier springt. Was? Wartet mal, ihr da! Es kostet einen Schilling, mit eurem Boot hier im Hafen anzulegen.
und ich muss euren Namen wissen. Und ja, wie man sieht, alles ziemlich runtergekommen und vergammelt. Ist eigentlich echt schade. Man hätte hier sehr viel draus machen können. Wobei einiges noch zu sehen ist, aber benutzen kann man den hier nicht mehr. Also wir liegen da hinten vor Anker. Man muss hier in der Bucht, weil sie recht steil ist und sehr tief, den Anker schmeißen und dann eine Leine an Land geben. Da kommen so ein paar Jungs, so ein paar Locals, die die Leine dann an Land festmachen. Oder halt an dem alten Pier aus dem Film, der leider noch mehr vergammelt ist als der hier. Und ja, wir sind an einer alten Filmrequisite im Prinzip festgemacht. Das ist eine coole Sache. So, und ganz da hinten, der kleine Fels, der sieht von hier aus recht klein aus. Da sieht man im ersten Teil die Skelette hängen. Das ist ein ganz berühmtes Bild, wer den Film kennt natürlich. Und es ist eine sehr, sehr coole Sache, dass wir hier in dieser Bucht liegen. Ich meine, man hat sich den Film schon ein paar Mal angeguckt und jetzt sind wir hier und können uns das live angucken, wie es war. Ist natürlich, wie gesagt, sehr schade, dass das alles so runtergekommen ist. Aber da wird das Budget nicht mehr ausgereicht haben, um den Kram wieder abzubauen oder sich drum zu kümmern. Flechten und dann kannst du ein paar Zahn machen. Genau. Sehr gut. Den Teil übt man noch. Tarzan war der erste Jodler übrigens. Ah ja. Der ist eigentlich in Bayern geboren worden. Nochmal. Tarzan ist in Bayern geboren worden. Da hat er das Jodeln gelernt, da ist er in den Urwald gekommen. Und da hat er es halt. Perfektioniert. Perfektioniert. Ah, ja. Das ist die dümmste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Nein, ist nicht so. Jungs sind hier. Tja. So werden Leinen halt immer kürzer, ne? Das war die Befestigungsleine fürs Achterschiff. Wir haben am Achterschiff an dem Steg dort oder an den Überbleibseln des Steges festgemacht oder festmachen lassen und mit Bug nach vorne geankert. Und ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, wirst du da nochmal hin und das nochmal checken, also jeden Tag checken und auch noch was rumwickeln, weil es auch so ein bisschen rostig da ist. Der Schwell war aber so groß gewesen, dass man da mit dem Dingi ganz schlecht rangekommen ist. Von daher habe ich es gelassen. Glücklicherweise wollten wir heute aber sowieso ablegen und nur noch mal kurz Müll wegbringen. Und als wir wiedergekommen waren, schwäute das Schiff um den Anker rum, weil die Leine gerissen war. Ja, wenn es dann nachts passiert, dann hast du irgendwie den Zonk. Von daher immer schön kontrollieren, was man tut. Wird mir eine Lehre sein. Und genug lange Leinen an Bord haben. So, jetzt haben wir die Segel rausgeholt, jetzt holen wir sie wieder rein, weil wir mit 2 Knoten Wind für 10 Meilen irgendwie 12 Stunden bräuchten. Machen wir natürlich nicht. Und jetzt motoren wir erstmal ein bisschen. Da hinten sieht es ganz toll aus, da sieht man so richtig,
dass da ein ordentlicher Regenschauer oder Squall drüber geht. Ja, das sieht man super gut. Und genau da fahren wir jetzt hin. Perfekt. In der Hoffnung, dass er dann weg ist. Oh. Schon geil aus, oder? Ja. So, da haben wir wieder mal einen Squall, einen ganz ordentlichen. So duscht man hier. Der Pirat, der ist nass. Eigentlich sollte er das Deck schrubben. Aber jetzt macht's der Regen. Und wer quakt denn hier? Ja, essen ist alle. Ganz aufgegessen. Hat alles aufgegessen, ist aber noch nicht zufrieden. Also, das ist die Blue Lagoon. Wir genießen unser Anlegeobst. Statt Anlegebier. Genau. Ja, wir leben gesund. Bier ist gesund. Ich stell dir vor, es wäre Bier. Hallo, was macht ihr denn da? Wir winchen. Max an der Winch. Wie süß. Ziehen. Ja, ziehen, ziehen. Oh, jawohl. Und jetzt zurückdrücken. Und. What is it good for? Is it later a root? Or? Yeah, that's okay for roots. Yeah. And then it should come yeah. Back. Okay. Komm her. Was hast denn du gemacht? Ich bemal mich mit dem Blütenstaub. Aha. Schick. Ah, this is calabash, okay. Well, we say the green bowling. Locally on the island say a dish bowl. Can I touch it? Yeah. Now what we do here on the island, we will split it down into everything from the tree and tomorrow morning, this place open up in the morning. Now you have your own rasa. And if you want to take it, are you ready? Yep. Do not stop. Just go ahead. Go ahead on the movie. This will go right. And that's because of the heat. Right. And it will take 10 minutes to open. Hey. Hello. Hello, Max. Huh? Hey, what are you playing? Lass du mir im Gesicht rum. Ja, genau. Explore Dominic's face. Of course, oh, I want to fly again. Weich.